Licht, Kühlschrank, Computer. Wir sind umgeben von Dingen, die Strom benötigen. Um diesen zu beschaffen, gibt es ein System, das gleichsam kostengünstig und umweltfreundlich arbeitet. Sundrops. Sundrops ist ein System, welches Strom mit der Kraft der Sonne erzeugt. Ursprünglich hergestellt wurde es, um Tropfenberegnungsanlagen zum Bewässern von Feldern zu bedienen, ist jedoch mittlerweile vielfältig einsetzbar. Egal wo der Sundrops steht, Strom kann immer zur Verfügung gestellt werden. Wird ihr ins Haus eingespeist, reicht die Stromversorgung für einen ganzen Haushalt. Die Hauptanwendungen sind erstens in der Landwirtschaft, in der Beregnung von Agrarflächen, Obstbau, Weinbau, mittlerweile auch Zuckerrübe, Mais mit Hilfe von Topfberegnungsanlagen. In weiterer Folge als mobile Stromgenerator für Feste, Entertainment, Events und auch die Anlage kann direkt ins Haus einspeisen und somit den Strombezug reduzieren. Mithilfe der Sonne wird hier billiger und effizienter Strom produziert. Die Anlage ist mit technischem Gerät ausgestattet, das auch für unerfahrene Konsumenten leicht zu bedienen ist. Auf einem Display kann man genau beobachten, was die Anlage gerade macht. Hier wird unter anderem gezeigt, wie viel Strom in die Batterien fließt, welche zum Benutzen in der Anlage aufgeladen werden. Jeder Anhänger produziert 3 bis 4 Kilowatt. Es ist aber auch möglich, mehrere Anhänger zusammenzuschließen und damit die Leistung entsprechend zu erhöhen. Sundrops kann endlos zusammengeschlossen werden. Dadurch ist auch möglich, bestehende Rainstar-Beregnungssysteme zu betreiben oder eben eine Einfamilien-Photovoltaikanlage darzustellen. Ein Display zeigt an, ob gerade Strom anliegt und wie viel Volt derzeit verbraucht wird. Die Anlage ist mit verschiedenen Industriesteckern ausgestattet. Das macht es dem Konsumenten leichter, die richtige Steckdose zu finden und eventuell schädliche Fehler zu vermeiden. Für jede Steckdose gibt es den passenden Stecker. In der Anlage befinden sich zwei Batterieboxen mit je zwei Batterien, welche eine Leistung von 48 Volt und 230 Ampere haben. Das ergibt 11,02 Kilowattstunden gespeicherter Energie. Das bedeutet, man kann für 3 Stunden 3000 Watt herausziehen und eine ganze Nacht lang Kühlschränke oder andere stromverbrauchende Haushaltsgeräte mit der nötigen Energie versorgen. Verbrauchersicherung, Zeitschaltuhr, PV-Anlage, Netzanschluss – alles findet sich auf dieser Anlage. Und wenn man die Einspeiseleitungen an das Stromnetz anschließt, so spart man 3000 Kilowattstunden Strombezug pro Jahr. Da Sundrops als Inselanlage gilt, ist es genehmigungsfrei und kann daher überall ohne bürokratischen Aufwand verwendet werden. Lärmbelästigung, wie sie zum Beispiel bei Dieselaggregaten vorkommt, erspart man sich mit Sundrops ebenfalls. Preislich liegen die Sundrops-Systeme zwischen 9.000 und 30.000 Euro, wobei letztere ausgestattet sind mit 12 Modulen, Hybridwechsellichter, Batteriespeicher, GPS-Überwachungsmodul, Solarpumpe und einem Pumpkopf, der an die jeweilige Beregnungsanlage angepasst werden kann. Und so ist das Gerät auch schon sehr häufig im Einsatz, zum Beispiel in Kombination mit dem Parger-Tropfbewässerungssystem. Das Parger-Tropfbewässerungssystem ist schon seit Jahrzehnten sehr gut im Einsatz im Wein- und Obstbau, Gemüsebau und jetzt neu mit den Sundrops auch für Mais, Zuckerrüben und so weiter perfekt kombinierbar. Und das bringt natürlich einige Vorteile. Natürlich, man nutzt die Sonne, man hat keine laufenden Kosten, bringt das Wasser gezielt dorthin, wo man es braucht, hat keine Energieverschwendung und besten Ertrag und Qualität. Aber nicht nur zum Bewässern von Feldern leistet Sundrops gute Dienste, so wird zum Beispiel auch eine Heurigenhütte mit Strom versorgt, Licht, Kühlschrank, Schneidemaschinen erhalten ihre Energie von Sundrops und ermöglichen mitten in einer noch unerschlossenen Gegend einen gemütlichen Heurigenbesuch. Da wo noch kein Strom ist, lässt sich das Gerät problemlos verwenden, so könnten auch in Zukunft stromlich noch unerschlossene Gegenden oder auch Bauland, wo noch kein Strom funktioniert, mit der nötigen Energie versorgt werden. Man braucht nur Sundrops und ein wenig Sonnenschein.